Heute ist ein großartiger Tag. VIP Pets, guten Morgen. Seid ihr bereit für das Musikfestival? Wir werden tanzen. Hey, wir sind die coolsten Hunde und lieben Frisuren. Wir sind deine besten Freunde und bereit für tolle Abenteuer. VIP Pets, VIP Pets, Freunde sein. VIP Pets, immer zusammen. Wir sind nicht aufzuhalten. Neues Haar macht Träume wahr. I love VIP Pets. DJ Gwen. Seht ihr? Ich habe alle Bands unterstrichen, die ich gerne auf dem Festival sehen würde. Und diese hier will ich zuerst sehen. Dogs Farm. Ich bevorzuge Musik mit guten Vibes. Kennt ihr Mokio? Ich würde gerne wohin, wo wir tanzen können. Woo. DJ Dance ist die Beste. Richtig cool. Wir werden so coole Bands sehen. Ihr werdet sehen, das absolut coolste ist jetzt Trap. Wie auch immer, ich muss auf jeden Fall DJ Dance sehen. Gehst du zu dem Festival? Oh. Ich mag keine Menschenmengen. Also, ich liebe Festivals. Als ich jung war, also jünger, war ich auf jedem Festival. Au! Das ist lange her. Das war quasi in einer anderen Galaxie. Früher war ich Friseur für die größten Künstler. Wirklich? Sicher. Ich war der Schöpfer von toupiertem Haar. Und auf einmal hat es jeder kopiert. Ja, klar. Und das Glätteisen hast du auch erfunden. Genau. Und das verwendet jetzt jeder. Welche berühmten Stars hast du gestylt? Viele, viele. Ich zeig dir irgendwann mal ein paar Fotos. Ich glaube wirklich nicht, dass Trap-Musik so cool ist. Also mir gefällt's nicht. Das Wichtigste ist, dass wir zusammengehen, oder? Wir sind die VIP Pets. Also kein Drama. Uff. Und wen werden wir als letztes sehen? DJ Dance. Lass uns tanzen. Ich sehe überhaupt nichts. Hier sind zu viele Menschen. Nicht. Also ich sehe viele Beine. Ich hätte zum Trap-Konzert gehen sollen. Wenn man da nichts sieht, kann man zumindest tanzen. Warum holen wir uns nicht etwas zu essen? Nein, besser wir finden einen guten Platz für das nächste Konzert. Warte, wir haben noch Zeit, bevor es beginnt. Und ich muss noch was essen, um Energie fürs Konzert zu haben. Und ich möchte ein Foto von meinem Essen im Internet teilen. Man sieht nur Beine auf den Bildern, die du gemacht hast. Und wir werden überhaupt nichts sehen. Wir werden ebenfalls keinen Blick erhaschen, wenn wir zu hungrig sind und ohnmächtig werden. Schrei nicht, du machst mich fertig. Lasst uns tief durchatmen. Wir wirken gestresst und das löst unser Problem auch nicht. Ich bin raus, ich bin so hungrig. Okay, Mädels. Da wir jetzt gegessen haben und Wasser aus dem Brunnen trinken konnten, können wir zurück zum Konzert? Ich werde shoppen gehen. Oder zu Fabio. Wollen wir zu Fabio gehen? Wir können doch später noch zu Fabio gehen. Heute ist ein besonderer Tag. Ich würde gerne mitkommen, aber meine kleine Pfote tut weh. Ich gehe lieber in Central Pet. Ja! Gehen wir ins Kino! Oh nein! Ich sagte ihr, du wirst groß rauskommen. In dem Moment wusste ich nicht, dass die Leute noch Jahre darüber reden würden. Sie war also die Erste mit toupiertem Haar? Die Erste. Und du hast den Style erschaffen? Mhm. Ich liebe es. Erzähl mir mehr. Kennst du die Irokesenhaarschnitte? Jetzt wird er gleich sagen, dass er sie erschaffen hat. Nun, ich habe sie erschaffen. Vor einigen Jahren war ich in London und... Ich konnte nichts sehen. Es sind so viele Leute da. Oh, diese Konzerte haben mein Haar in eine Löwenmähne verwandelt. Fabio, ich brauche dich. Dann komm her. Ich werde gestylt. Aber warum machst du so ein Gesicht? Hast du deine Lieblings-DJin gesehen? Ihr Auftritt kommt noch. Sie ist die Letzte. Aber bisher war es eine Katastrophe. Ich bin nicht in der Stimmung, sie jetzt zu sehen. Ich muss was tun, aber was? Ah, ich hab's. Ich werde dir einen Konzertlook verpassen.
Den mache ich nur für ganz besondere Anlässe. Nennen wir ihn den einzigartigen Look, der deine Träume wahr werden lässt. F&F. Alles 100% natürlich. Und mit einer Geheimrezeptur. Wirklich? Ich sag's mal so, deine Lieblings-DJ widmet sich immer noch der Musik wegen dieses Looks. Das glaube ich nicht. Normal. DJ Dance? Das ist richtig. Onkel, du bist wirklich großartig, aber das glaubt dir niemand. Probieren wir es einfach aus. Ich glaube, dass ich diese Frisur noch nie so gut hinbekommen habe. Wow, ich fand den Film toll. Er war der Wahnsinn. Seht ihr das? Hä? Wuff. Cool. Hübsch. Du siehst super aus. Echt toll, dein Look. Wuff, wuff, wuff. Kommt, Mädels. Lasst uns zurück zu den Konzerten. Aber da sind so viele Menschen. Wir werden nichts sehen. Keine Sorge. Folgt mir einfach. Ihr werdet schon sehen. Sie sieht aus wie DJ Dance. Sie hat die gleiche Frisur. Sie ist ein Star. Seht ihr? Jeder macht uns Platz. Ja, die erste Reihe gehört uns. Warum erzählt ihr solche Geschichten? Und wo ist das Glätteisen? Oh. Wow, es stimmt also. Ich bin beeindruckt. Naja. Nicht alles. Eigentlich wurde DJ Dance nicht wegen meines Looks erfolgreich. Warum nicht? Sie hat es selbst geschafft. DJ Dance hat nur etwas Selbstvertrauen gebraucht. Genau wie Gwen. Erste Reihe! Wir haben es geschafft! Neues Haar macht Träume wahr! Wir sind die VIP!